Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier ist Patricia und ich wollte euch ganz kurz was zu dem Thema sagen, warum, wenn man jetzt mehr meditiert, es oft vorkommt, dass der Körper einfach Sperenzchen macht. Also, dass er übel wird, dass einem schwindlig wird. All diese Sachen macht der Körper und wir kriegen Angst oder wir machen uns Sorgen, wir glauben, irgendwas ist nicht in Ordnung, oh mein Gott, vielleicht soll ich aufhören. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr erkennt, was da läuft. Wer ist denn euer Körper? Euer Körper ist eigentlich eine Programmierung der Vergangenheit. In eurem Körper ist alles, was ihr in der Vergangenheit geglaubt, gedacht habt, einfach gespeichert. All eure Überzeugungen, die kennt euer Körper. Und in diesen Überzeugungen fühlt er sich absolut hundertprozentig wohl, weil er das Bekannte hat und weil das so ist und weil das immer so war. Ihr kennt diese Leute. Ja, es ist so und es war schon immer so und das kennen wir und wir wollen es auch nicht anders haben. Und wenn es sich noch so schlecht und so elend anfühlt, man hält daran fest, weil es einfach das Bekannte ist und weil man sich da eben sicher fühlt. So, und genau so reagiert euer Körper. Wenn du dir vorstellst, dein Körper ist quasi diese Person, mit der du es jetzt zu tun hast. Du sagst, jetzt haben neue Zeiten angefangen, jetzt fangen wir an zu meditieren, jetzt gehen wir in unsere innere Welt und jetzt werden die Dinge sich verändern. Und das ist eine Kampfansage, das ist eine Existenz. Du sagst ihm einfach, ja, so wie du bis jetzt existiert hast, lieber Körper und auch lieber Verstand, weil die sind ja miteinander gekoppelt, geht es nicht mehr weiter. Es ist also eine Todesansage, oder? Und da wird natürlich rebelliert. Wer möchte schon, dass die Dinge jetzt anders werden und man Angst hat, also der Verstand, all das, was du in der Vergangenheit, was ich dich in die Vergangenheit gezogen hat, das bleibt jetzt auf der Strecke, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Du fängst an zu meditieren, du fängst an, dich anders zu orientieren, du bist bereit, andere Emotionen zu kreieren und somit möchtest du eine andere Welt, eine andere Realität für dich kreieren. Und das Alte muss gehen und das Alte will nicht gehen. Oder es ist, wir sind so programmiert, wir haben einfach gerne das, was wir kennen. Und jetzt fangen die Mechanismen an, oder? Dein Körper weiß genau, wie er dir Angst machen kann, wie er dich einschüchtern kann, indem er dir eben Übelkeit macht, Schwindel macht und du fühlst dich elend. Und was ist die logische Konsequenz? Oh, Meditation ist nichts für mich, das tut mir nicht gut, also lasse ich es bleiben. Okay, und schon hast du ein wunderbares Argument wieder, um in deiner Gegenwart respektive in deiner Vergangenheit weiterzuleben, weil ja, ich habe es probiert, ich bin ein paar Schritte diesen Weg gegangen, aber es geht mir nicht gut, es tut mir nicht gut. Und das sind Tricks auch des Lebens. Das Leben macht auch immer wieder solche Tricks und reflektiert dir, dass das Neue gefährlich ist, weil du so ein System in dir hast. So sind wir programmiert, das ist unsere Ursprungsprogrammierung. Das heißt, Unwohlsein ist nicht gut, stopp, ich bleibe hier. Und unser System weiß genau, wie es mit uns arbeiten kann und wie es Veränderungen verhindern kann. Deswegen sind wir auch oft so rigide. Deswegen brauchen wir so viele Anläufe. Deswegen überlegen wir immer wieder und bleiben einfach so immer stecken. Wir bleiben immer auf der Stelle. Und deswegen macht auch Dr. Joe Dispenza immer wieder in diesen Workshops, die er macht, diese wahnsinnigen Challenge, die von euch das von Bonn angeschaut haben, über diesen hohen Balken zu balancieren, um einfach zu sehen und zu sagen, hey, der erste Impuls, der sagt nein, oder? Dein erster Impuls sagt nein, aber deine Entscheidung ist so viel mehr wert und dann kannst du mit deinem System, mit deinem Körper und mit deinem Verstand arbeiten, so dass er das tut, was du möchtest. Du kannst dich beruhigen, du sagst, es ist nicht gefährlich, du sagst dir, okay, ich falle da nicht runter und so weiter.
Aber deine Ursprungsprogrammierung sagt, nein, um Gottes Willen, was passiert, wenn ich da runterfalle? Ich könnte mir wehtun, das ist gefährlich und so weiter. Und genauso ist es bei allen anderen Dingen. Diese Ursprungsgefühle, diese Ursprungsangst, die in uns kreiert wird, wenn wir etwas Neues, Unbekanntes machen wollen, die sagt erstmal nein. Und das müssen wir einfach wissen. Wir müssen einfach bewusst sein und sagen, hallo, ich kenne dich, du kannst mich nicht weiterhin austricksen, ich weiß, wo ich hin will und du kannst mir den Weg schwer machen, aber ich akzeptiere es nicht, dass es schwer ist, weil es ist leicht. Und je weniger Aufmerksamkeit du eben diesen Problemen gibst und je mehr Aufmerksamkeit du der Lösung gibst, und desto einfacher ist das Ganze. Also das heißt, du meditierst, du hast das Gefühl, dass dir schwindelig, schlecht ist, was auch immer. Dann sagst du, ja, ist nicht schlimm. Aber wenn du dir selber sagst, oh mein Gott, was bedeutet das? Und ist meine Gesundheit in Gefahr? Und was auch immer noch alles für Angstgedanken. Ein Angstgedanke gibt ja den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und da musst du gleich stoppen und musst sagen, nein, da passiert nichts. Ich bin gesund, ich gehe einen neuen Weg. Ich gehe den Weg ins Unbekannte, weil ich weiß, dass es im Unbekannten meine Potenziale sind und ich muss lernen, mich im Unbekannten sicher zu fühlen und wohlzufühlen. Und das will ich, weil ich ins Vertrauen gehen kann, ins Vertrauen ins Feld. Ich weiß, dass dort für mich gesorgt ist, dort ist die höchste Energie am Wirken, die auf meiner Seite ist und ich weiß, dass ich dieses Vertrauen aufbauen kann. So, Übelkeit, Schwindel ist nicht bedrohlich, sondern es ist einfach nur ein Schutzmechanismus, der mich im Alten zurückhalten will. Und ich freue mich drauf, ich freue mich auf das Unbekannte, ich freue mich auf meine Potenziale, ich freue mich auf das Neue, was ich mir noch nicht mal vorstellen kann, was ich mir vielleicht nur emotional kreiere und was die einzelnen Situationen sind, die einzelnen Begegnungen, die daraus entstehen, darauf freue ich mich. Und so hast du eine ganz andere Haltung, schon bist du in deiner neuen Persönlichkeit, bist nicht mehr diese ängstliche, vielleicht sogar hypochonderorientierte Persönlichkeit, die alles untersucht, wenn sie nur irgendein Schmerzchen hat oder ein Problemchen im Körper, sondern die Persönlichkeit, die weiß, hallo, ich weiß ganz genau, dass das Gute auf mich wartet und ich gehe unaufhaltsam dorthin und lass mich nicht beirren und nicht abhalten. Und trefft eure Entscheidung, wisst, vertraut, lernt Vertrauen zu haben ins Unbekannte, denn das Grandiose liegt im Unbekannten. Und unser Wie, Wieso, Weshalb, Warum, das hält uns von einem grandiosen Leben zurück. Wie, Wieso, Weshalb, Warum, Krankheiten zu erforschen und zu suchen und zu machen und zu tun, hält uns bei der Krankheit. Wieso, weshalb, warum passieren die Dinge, halten uns bei den Dingen, die wir nicht haben wollen. Aus diesem Grund in die Lösung, in das Resultat, emotional einsteigen, die Gefühlswelt kreieren, die Box kreieren und da reingehen und sich nicht abhalten lassen von alten Systemen, die eben sowas von Angst gefüllt sind. Ich habe gestern noch ein Video auf YouTube gepostet, wo auch nochmal klar macht, wie wir funktionieren, wenn wir nicht bewusst und achtsam sind mit unseren Gedanken und immer wieder uns auf Spur bringen. Es ist so wichtig, die ganze Zeit den Analysemensch, der uns quasi beobachtet und sagt, was machst du denn jetzt wieder? In welche Richtung gehst du mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Vorstellungen? Willst du dorthin? Dass du dich immer wieder hinterfragst, wenn du merkst, boah, das fühlt sich gar nicht gut an. Warum? Und dann änderst du es. Und so kommst du weit und so kommst du raus und so hast du vielleicht 2-3 Tage Übelkeit. Sagst, ja, ich kenne das, macht nichts, ist kein Problem, du willst mich austricksen, aber ich will da rein, ich will ins Unbekannte, ich will im Unbekannten mir neu ein neues Leben kreieren, mich hält nichts und niemand davon ab. Und so in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares, kreatives, glückliches, high, hochschwingendes Wochenende und macht euch an die Arbeit, es lohnt sich. Alles Liebe, eure Patricia.